Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in die Wüste gereist und heute wollen wir uns dem Lokalmatador hier stellen, der in der Festung da hinten haust. Der Panzerskorpion steht auch schon wieder da. Ey, dich hab ich noch nicht. Die Flipperkugel. Okay, direkt reduzierte Abwehr, das ist ja schon mal gut. Shit, tut mir weh. Angriff. So, jetzt ist die Flipperkugel ordentlich vorgeschwächt. Eine Kombination aus einem Kugelfisch und einem Delfin, wenn man es richtig sieht. Wie kann ich mit 63% reinpfeifen? Wie funktionieren die 63%? Aber Hauptsache die 49 funktionieren. Ich nenne die einfach Flipper. So, hier liegt ein Ei. Darüber kommen wir eben erst bei einer anderen Jahreszeit. Und wieder ein Doppelmoppel. Habe ich auch was für Synthese, sobald es das Level erreicht. Da hinten kann ich auf jeden Fall schon mal rüber. Warum auch immer. Komme ich da auch wieder raus? Ich hatte gefragt, komme ich da wieder raus und nicht bitte mich von hinten verprügeln. Sieht für mich nicht so aus, als ob ich da hochkomme. Brauche ich eine andere Jahreszeit. Nee, dann lieber in den Tempel rein. Könntest du eben kurz noch die Zahlen merken. 33, 245, 312 und 459. Außerdem können wir ihn noch vorlesen. Diese schmerbäuchigen Schweinswale sind für die Stacheln an ihrer Unterseite bekannt. Geraten Sie in Gefahr, können Sie sich aufblasen, bis Sie Stuten buchstäblich abheben. Mann, was für ein abgehobenes Ding. Ja, dich kriege ich sowieso momentan nicht angeworben. Rang C. Die beiden waren mal nicht auch draußen irgendwo vorhanden. Zumindest einer von beiden. Um Gottes Willen gibt es ja viele Wege. Mumie, komm her. Entschuldigung, Mumienknüpse. Nur der in der Mitte ist geschwächt. Kritischer Zauber. Hier, eine leckere, herzhafte Haxe für dich. You're one of us now. Monimra. Giftiger Grufti. Ein alter König, der an ein Leben nach dem Tod glaubte und seinen Körper daher einbalsamieren ließ. Möglicherweise wurde sein Leichnam irgendwie von dunkler Magie durchdrungen und in diesem von Bandagen bedeckten Schrecken verwandelt. Warte mal, heißt das, ich habe gerade drei Könige verprügelt? Ich bin der Königsprügler.
Immer wieder gerne, Leute. Hier drin jetzt erstmal zurechtfinden, ne? Das da ist doch 100 pro eine Fresskiste. Okay, die Fresskiste wurde besiegt, sie hat sich uns sogar angeschlossen, freiwillig. Nach dem Kampf. Und eine weitere Mini-Medaille. Okay, hier komme ich nicht weiter. Tja, dann muss ich wohl in die Richtung da weiterlaufen. Nevermind, hier ist auch dicht. Dann wohl nach oben. Hui! So, wie sieht's hier aus mit der Monsterliste? Hier kann ich diesen Gasdrachen finden. Den habe ich in der Arena mal bekämpft. Ach, guck mal, da direkt gegenüber ist er auch schon. Fresskiste, nein, danke. Oh, hier ist in alle Richtungen dicht. Wie habe ich es da vorbeigeschafft, ohne zu kämpfen zu müssen? Oh, nochmal Vasen. Und das recht viele. Ich werde doch 100 pro währenddessen angegriffen. Als ob ich es geahnt hätte. Ein Elfenelixier. Okay, gibt ja nur eine Richtung, ne? Da könnte ich auch noch mal runter. Ich gehe mal zuerst in das Loch. Hier ist ein Bombensplitter. Gasdrache, komm her. Vom Bosskampf werde ich mir auf jeden Fall vorher noch mal eine Heilung im Lager gönnen. Ne? Bam. So, dich werbe ich jetzt an. Ja! 74%! Ich taufe dich, Gasondo. Drachen, die ihren Auftrieb den Gas in ihren Bäuchen verdanken. Weshalb man sie von offenen Flammen tunlichst fernhalten sollte. Sie selbst sind allerdings ebenfalls in der Lage, Feuer zu spucken. Das ist zum einen brandgefährlich, zum anderen sehen sie danach ein bisschen aus wie leere Luftballons. Die sehen auch generell sehr lustig aus. Wieder eine Fresskiste. Die Fresskisten ignorieren wir mal. Eine Mini-Medaille ist immer willkommen. Und noch ein Wachstumssamen. Nee, hier springe ich einfach drüber. Die machen Party. Stell mal die Party. Wo komme ich nach oben? Ach, ich kann ja hier außen rum, ne? Nee, ich darf da nicht. Ich glaube, ich muss mich teleportieren. Anders komme ich hier jetzt nicht raus.
So, wir sind jetzt wieder hier und diesmal springe ich nicht in das Loch ohne Wiederkehr. Gucken wir mal zuerst hier. Hier unten in die Ecke konnte ich ja vorher nicht hin. Was gibt's hier Schönes zu finden? Das ist eine Kiste. Hat sich jetzt schon gelohnt. Die roten Kisten können keine Gegner sein. Also keine Mimics. Da stampft der. Und steht im Eingang. Wo ist denn der letzte Kamerad, der mir aus der Ebene hier fehlt? Ja, ich bisher noch gar nicht gesehen. Ich sehe eine leckere Kiste. Ach, auf der anderen Seite hätte ich doch noch was sammeln können. Fällt mir jetzt gerade auf. Können wir ja eben kurz nochmal hingehen. Nur in der anderen Richtung habe ich jetzt nachgeschaut, da war nichts. Ich komme nicht drum herum, einen von euch zu bekämpfen, oder? Ich komme nicht vorbei. Mann, seid ihr langsam. Habe jetzt halt nicht unbedingt das Bedürfnis, sie zu bekämpfen. Neue Gegner auf jeden Fall. Welche, die wir schon kennen, muss nicht benötigt sein. Wenn ich grinden will, dann mache ich das offscreen. Na, guck mal. Das ist doch ein neuer Gegner. Ja, dich kenne ich noch nicht. Komm her. Ein Hypothermion. Der kann wupp. Weißt du, was ich kann? Anwerben. Und das recht gut. Hythemi. Ein passender Name für einen Superschurken. Gigamatten-Gienzug. Was nette Fähigkeiten. Diese kühlen Kreaturen gehören zur Oberschicht der Unterwelt. Als lichtscheue Strippenzieher haben sie sich darauf spezialisiert, sich für ihren Meister im Verborgenen auf die Lauer zu legen. Die Dinger sehen eher aus, als wären sie ein Meister. Na gut, jetzt können wir die Kämpfe hier komplett ignorieren. Zieh mal vorbei, ne? Ist hier hinten eventuell noch irgendwas in der Ecke? Scheinbar nicht. Ist immer nett, wie schnell die von mir ablassen. Ist hier in der Ecke was? Eine Kiste. Pingium. Nett. Ich warte mal, bis der vom Eingang da weg ist. Okay, hier geht's runter.
Und zwar an mehreren Stellen. Ich gehe mal in der Hoffnung, dass die alle mit der Treppe da verbunden sind. Zumindest der Bereich hier. Darauf folgend sieht ein bisschen schwer aus. Ich glaube, darauf folgend will ich nicht in das Loch fallen. Das ist nur eine Festkiste. Das Loch ignorieren wir. Ich denke mal, wenn, muss ich in das hier rein. Sieht zumindest so aus, als ob ich von hier aus irgendwie dahin käme. Oh, was für ein Mini-Golem. Na, guck mal, hier geht's außen rum. Und dann komme ich tatsächlich hier hin. Wie sieht meine HP gerade aus? Oh, komm, könnten auch damit kämpfen. Sind jetzt 7 MP, die jetzt fehlen bei einem. Weil hier kommt jetzt definitiv direkt danach der Boss. Mann, wie viele Basen ich hier finde. Na gut, dann packe ich mich mal aus dem Bild. Stop that at once. What? Who are you lot? You must be Petrarch. Please, let the stone golems go. Oh dear. I'm afraid I can't do that. I need them to carry out the master plan, silly. No, no, you force me to do this. You simply have to perish. Prepare for your deaths in 5, 4, 3, 2, 1. Warst ja sehr gesprächig, Petrarch. So, Kalette hat er bei sich. Können wir mal direkt dieses Pingium nutzen. Das kriegt dann unser Kuslim und dann kann er direkt hier loslegen. So, Kai, überrasch mich. Er hat Boing. Das wird wehtun. Kann ich Boing entfernen? Ich kann die chemische Keule nutzen. Ah, Quetscher hat trotzdem getroffen. Trotz Boing. Das hat natürlich mich getroffen. So, wisst ihr was, Leute? Ich lasse mal mein Team selbstständig denken. Ich vertraue mal darauf, dass sie wissen, was sie tun. Naja, abgesehen von Starlima offenbar. Das kommt zurück. Okay, wenn ich nichts selber mache, dann nutzen die Zauber und bringen sich selber um. Uff. Da hatte ich kurz einen Gockstiwi in der Hose. Okay, nur noch er. Quetsch funktioniert ja noch. Das war's mit ihm. So, irgendein Blatt. Ja, ich muss komplett auf Zauber verzichten, abgesehen von Quetsch. So. Ach, hör mir auf mit Schwupp. Das
das war's mit Kuss Limo. So, wir haben gerade eben gesehen, der Blitzhieb macht gut Schaden. So, Quetsch wurde aktiviert schon mal. So, ein bisschen Zauberwasser. Quetsch hat ihn vernichtet. Wollte auf Nummer sicher gehen. You poor things. You have no idea what you've got yourselves into. The plan proceeds as envisioned. I only wish I could see the looks on your faces when... What could he have been talking about? Anyway, the stone golem should be free now. Come on, let's head back to see Pierre. Ja, aber vorher gehe ich meine Truppe noch mal heilen. Oh, darf ich nicht mal. Okay, ich darf nur zu Pierre zu Hause mich teleportieren. Zoom! Seems nobody's home. Oh. This is Pierre's necklace. He must have turned to sand as well. What is it, I wonder? Hello, this is Dr. Helix Helix speaking. You know, the magic researcher, yes? I have glad tidings, my boy. I have mastered the secret of evolution. Come and see me at my laboratorium, post haste. Ho ho ho! It's in the lower echelon of the Circle of Conquest, isn't it? Let's not waste any time. Also zuallererst will ich hier drin stehen. Draußen wurde ich gerade instant angegriffen. Ja, das war dort beim Kreis der Eroberung. Die beiden, die wir jetzt in der Pyramide neu getroffen hatten, gehörten nicht zu denen hier draußen. Ich würde sagen, ich heile mich jetzt noch und dann gucken wir mal, dass wir die letzten vier Viecher aus der Gegend hier noch finden. Ja, ist was Neues in diesem Ei? Ja, tatsächlich. Ein Holzhacker. Holzi. Ein Sanitäter. Guck mal, spezielles Wetter sogar. Doktorschleime haben wir schon. Da ist auf jeden Fall ein neues Monster, oder? Ja, das haben wir nicht.
zwei neue Monster, Frostliebe und Teufelsart. Erstmal buffen und debuffen. Dann versuchen wir zuerst die Teufelsart anzuwerben. Der hat ja gerade gut kassiert. Wenn das nicht klappt, ne? Ich taufe ihm Multifratzu. Unheilsprophet. Der hat auch Kamikaze. So, diesmal können wir hier drüber. Mal gucken, was hier so ist. Das ist eine Höhle, wo wir gleich durchgehen und ich sehe eine Kiste. Da ist auch das Wölkchen. Dann versuchen wir dich mal anzuwerben. So, anwerben. Das Ding hat gerade eben so wenig ausgehalten, da habe ich mir jetzt das Fleisch mal gespart. Frosty. Ein Knirsch-Fan. Die neuen Einträge, die ich jetzt gerade sammle, die lese ich beim nächsten Mal. Mir geht es jetzt nur darum, die generell zu sammeln. Es fehlen ja nur noch zwei. Ich denke mal, dass die Frühlingsmonster sind. Guck mal, hier haben wir auch direkt eins. Ein Drachenschleim. Ich denke mal nicht, dass du viel aushältst. Also versuchen wir uns mal zurückzuhalten. Ja, ich lag richtig damit, dass er nicht viel aushält. Drachus Libo. Ein Flachatmer. Ja, ne, es ist gerade Frühling geworden und hier ist jetzt endlich der Weg frei. Ich denke mal, es ist nur noch das Frühlingsmonster, was fehlt. Und das sollten wir eigentlich relativ schnell finden. Aber wir können uns ja noch hier gönnen, was am Ende des Weges zu holen ist. Ofenweise Maulwürfe. Dich habe ich noch nicht. Da haben wir das Frühlingsmonster. Ein Yeti-Git. Den ich erstmal umgebracht hatte, weil ich auf Automatik noch hatte. Sauber gemacht, Shining. Da hast du ja nicht das Frühlingsmonster das letzte gefunden und dann bringst du es instant um. So, dann werben wir mal ihn an. Ich werfe mal sicherheitshalber eine Haxe noch mit rein. Viel ausgehalten hatte der ja nicht. Ja, wir lassen ihn einfach Yeti. Ein Heizungstechniker. Und damit haben wir alle Monster hier aus der Gegend gefunden. Vorlesen tue ich die, wie gesagt, beim nächsten Mal erst. Ich kann die Kiste noch da hinten holen. Da müsste auch ein Weg jetzt sein. Na, guck mal, da ist doch ein Weg. Ich muss übrigens sagen, das Gebiet hier fand ich bisher am langweiligsten, weil das war sehr, sehr schnell rum. Der Boss, der hatte auf jeden Fall ein bisschen was drauf, aber das Gebiet war mir halt trotzdem ein bisschen zu kurz. Also bei den anderen Gebieten habe ich halt locker so um die 3 Folgen gebraucht, um da durchzukommen. Ich habe schon erwartet, dass ich hier mir was holen kann, aber scheinbar ist dem nicht der Fall. Ach doch, hier geht's noch hoch. Aber ja, fühlte sich nicht an, als ob hier viel wäre. Mal gucken, was hier noch am Ende des Weges wartet.
Ja, am Ende dieses Weges wartet eine einzelne einsame Kiste. Was ist denn da Schönes drin? Ein Windschutzgürtel. Wahrscheinlich einfach nur Schutz gegen Sausattacken. Na gut, dann teleportiere ich mich mal zum Turm vom Rosenbü. Und dann würde ich mal sagen, dass es das hier dann jetzt mit dem heutigen Part war. Wie gesagt, die anderen Monster, die ich jetzt noch geholt habe, die lese ich beim nächsten Mal vor, weil bei mir ist die Folge schon echt lang. Wenn es euch gefallen hat, Leute, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.